Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir immer gleich. Wir schauen hier rein in Mamas Altmodischer Tolle Dame, die Mythic Lila momentan am Start. Als nächstes gucken wir hier rein. Da haben wir die, immer noch die Topped of Tire Box. Wen es interessiert, am Ende des Videos verlinkt alles dazu. Topped of Wine, Bartenders Not Klausleisler, Beer Tasting, Beer Festival Hank Hill, Dinner Wine Bob und diese ganzen Combo Masteries. Das gleiche hier mit der Spring Tire Box. Spring Clash ist ja momentan die Combos und Karten gibt es hier dafür. Benders Ducklings, Cuddles, Van Platter des Dingers. Zack Sandmanson, Lois Griffin und Criss Cross Applesauce plus diese ganzen Kombos hier auch dazu. Alles weitere erklärt in einem anderen Video, verlinkt am Ende. So, dann haben wir neu heute das Mythic Peter Pack. Oh, den hätte ich so gerne. Baby Bender, Beer Festival, Bartenders Not Hank Hill. Und diese ganzen Pre-Kombos hier, Oktoberfest Amy und Oktoberfest Lina, die beide auf jeden Fall auch interessant sind. Wenn man das nämlich mal hochpusht, kommt man auf einen relativ hohen Wert, nämlich 12,50 hier. Und hier müsste es auch irgendwas in dieser Richtung sein. So, geht nicht ganz so. 11,41, alles klar. Also auf jeden Fall, ist halt schade, man wird den Peter nicht so leicht bekommen. So, Wikinger Peter, die Viking Peter Box, Wikinger Peter, Party im Biertank, Jellybean Schnaps, individueller Bierkrug, Dr. Amy Wong und Peter, plus eben diese ganzen Pre-Kombos hier hinten, die Epic Pre-Kombos, die auch nicht zu verachten sind. Hier gehen wir auch immerhin hoch auf 14,44. Viking Peter Box, absolute Empfehlung von mir, mega geil. Ja, dann sind wir auch schon soweit hier durch und dann geht es schon rein in die Combo Masteries von heute. Da haben wir jetzt aktuell den Wyatt's Dewey und der Wyatt's Dewey ist das hier. Schauen wir mal ganz kurz hier rein, das ist der Wyatt's Dewey, ja, mit Slurm oder mit Espresso. Und dann kommt das da auf der rechten Seite raus. Brauchen wir uns gar nicht genauer anzuschauen. Ist völliger Käse. Und schon gar nicht für 500 Gems. Dann haben wir den Space Steve. Heute ist irgendwie Steve Day, habe ich das Gefühl. Weil es gibt nämlich zwei Kombos. Hier mit dem Play Express Schiff. Ja. Da wollen sie wahrscheinlich auf den Space Clash mit anspielen. Aber selbst dann lohnt es sich nicht wirklich, hier jetzt was reinzuballern, weil die Combo ist echt Käse. Hot and Bothered Lois. Auch hier schauen wir schnell mal rein. Das ist diese da. Mit, ja, mit einer Lois Griffin. Können wir gleich schon mal maxen. Lois Griffin. Und dann haben wir Spring Break Shots, Personalized Beer Max, Lubeck. Party im Biertank und Oktoberbräu, da kriegst du deine Bombe raus und Angriffspunkte, wenn eine Combo gespielt wird. Davon nicht wenig. Naja, 13 an der Zahl, 17 hier, 16 da. Ja, ist jetzt nicht der Oberbringer, ist aber auch nicht schlecht, aber ich würde keine 1000 Steine für ausgeben. So, und dann haben wir den Old Steve, das ist die zweite Steve-Kombo heute. Das ist das hier. Mit einem Steve, beziehungsweise können wir eigentlich schon gleich wieder maxen. Steve Smith haben wir hier. Mit einem Old Steve. Ja, motivieren und Punch. Und das Ganze geht allerdings hier mit Back of Nickels. Jetzt muss man natürlich wissen, dass... ja, dass er jetzt Rich BGE kommen wird. Und dazu werde ich nochmal ein separates Video machen. Nämlich jetzt weitere Informationen bekommen. Ja, da könnte ein Old Steve unter Umständen auch interessant werden. Tja, ist jetzt die Frage, ne? Bag of Nickels, Steve Smith. Old Steve wird bestimmt auch eine Rolle spielen
in diesem nächsten BGE. Ich kann es euch jetzt nicht sagen, ob ihr den einfach mal so holen solltet, die 1000 Steine dafür. Ich bin es echt am Überlegen. Naja, schauen wir mal. Ich kann es euch jetzt noch nicht so genau sagen, aber ich vermute, dass der Kauf dieser Combo Mastery auf jeden Fall Sinn machen wird, wenn der nächste BGE, der Rich BGE, kommt. Also, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet es mal ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, mit mir dann gleich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Jetzt mal hier alles abräumen.
Mhm.